Metta-Meditation, finde deine Herzkraftquelle. In der zweiten Hälfte der Sitzung werden wir nach unserer inneren Ressource, nach dem suchen, was uns inspiriert oder Vertrauen schafft, wirklich Zugang zu unserer inneren Herzenswärme oder dem Prinzip Metta zu finden. Dann hören oder lesen wir bitte erstmal diesen Vorspann. Entwicklung einer geeigneten Motivation für die Meditationsübung. Zuerst entwickeln wir die Motivation, die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung zu erkennen und zu nutzen. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen und Metta, Herzenswärme, zu trainieren. Dabei wollen wir so gegenwärtig, geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer und liebevoller zu sein. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen und anzuerkennen und die Kraft der Herzenswärme zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Mal so weit. Dann hören wir gleich den Ton einer Klangschale. Und dann haben wir erst einmal knapp 20 Minuten Zeit, überhaupt in die Meditationspraxis hineinzufinden. Dann beginnen wir mit der Körperhaltung, die ist ja schon da. Und jetzt füllen wir sie mit, heute würde ich mal sagen, freundlicher Achtsamkeit. Wenn wir Metta üben, dürfen wir uns von Anfang an den Impuls geben. Es geht um Freundlichkeit, um Güte, um Herzenswärme. Schon in Bezug zum eigenen Körper können wir unsere vielleicht ein bisschen Bitterkeit oder Nüchternheit etwas versuchen zu überwinden. Wir wollen diesen Körper freundlich anschauen. Wir wollen in unserem Geist Freundlichkeit wecken. Und dann sind wir von Anfang an auch nett zu unserem Körper und schauen mal, wie er sitzt und ob er sich wohlfühlt im Sitzen. Sich nur wohlzufühlen ist nicht unbedingt das Ziel der Meditation, aber die Metta-Freundlichkeit wünscht sich und anderen, sich wohlzufühlen. Sonst wäre sie ja nicht freundlich. Sind die Füße, die Beine so platziert, dass wir gut sitzen können, egal worauf wir sitzen? Der Oberkörper aufgerichtet, sodass wir merken, das tut gut, so da zu sitzen. Es darf was Kräftigendes haben, wir spüren vielleicht so eine aufsteigende Energie, die sich durch den Körper empor rankt, bis sie oben bei den Schultern und beim Kopf ankommt. Ziehen uns ein bisschen hoch und schauen mal, wie sich das anfühlt. Ob das nicht gut tut, wenn wir so
etwas kräftiger dasitzen, so gut es eben geht. Wenn wir einschränkende Beschwerden haben, sitzen wir natürlich so, dass wir diese berücksichtigen. Dann würde die Freundlichkeit auch bestimmt interessieren, ob wir locker und gelöst sitzen können, nicht steif und wie geknebelt oder eben vielleicht als Ausdruck von Verspannung und Ängsten. Sitzen wir so entspannt wie möglich, lockern die Schultern, die Muskeln, lassen die Gelenke ganz geschmeidig sein. Dann schauen wir bitte mal nach unserer Handhaltung. Die ist oft eigenartig angespannt, völlig unnötig, wenn wir nicht mit den Händen etwas ergreifen müssen oder arbeiten. Locker abgelegt, vielleicht auf den Oberschenkeln oder unter dem Nabel an der Bauchdecke. In dieser Meditationsgestenhaltung wie eine kleine Schale. Die Gesichtszüge entspannt und auch hier können wir mal schauen, ob wir emotionale Mimik lösen können, sodass die Freundlichkeit hier schon mal eine Gelegenheit hat, durchzuscheinen und sich auf unseren Gesichtszügen zu zeigen, in den Augen. Dann lassen wir den Atem wie so einen feinen Hauch durch den Körper wehen. Und auch das bloße Atmen könnte schon etwas mehr Ausdruck von innerer Freundlichkeit werden. Wir könnten vielleicht die Atmung einmal dahingehend betrachten, ob sie oder wie sie dem Körper auch gut tut. So. Ein unheimliches Geschenk, ruhig atmen zu können. Vielleicht haben wir schon mal Atemhemmnisse erlebt und verglichen damit ist es, hier zu sitzen und einfach so atmen zu können, etwas ganz Wunderbares. Die essentielle Atemanleitung von Thich Nhat Hanh, dem großen Zen-Meister, war immer nur: genieße deinen Atem, enjoy your breathing. Und damit verweilen wir jetzt bitte noch einige Minuten in Stille, etwa noch 12. Sitzen, atmen.
Ja, jetzt können wir uns bei Bedarf etwas lockern, mal kurz bewegen. Noch mal etwa 20 Minuten für das Finden unserer Herzenskraftquelle. Manche von uns werden da vielleicht ein inneres Motiv, eine innere Praxis haben, die wir immer verwenden. Und wir wissen, das ist für mich der Zugang zur Liebe, zur Freundlichkeit, auch zum Mitgefühl. Andere wechseln vielleicht Motive oder wissen nicht so richtig. Und deswegen schauen wir mal zusammen nach, was es heute für uns sein könnte. Ein inneres Bild oder eine Erinnerung oder etwas, was wir uns wirklich recht lebendig und klar vorstellen können als Motiv, als Bild, als Gefühl vielleicht nur, als Atmosphäre, was uns vergegenwärtigt, dass Freundlichkeit und Güte da sind, dass sie möglich sind, dass sie in der Welt vorhanden, zugegen sind, in mir und für mich da sein können. Deswegen können wir uns dieses Motiv zum Beispiel oberhalb unserer Köpfe im Raum vorstellen oder vor uns, ein bisschen weiter oben vielleicht oder vielleicht auch vis-à-vis, vielleicht auch hinter uns. Aber die Übung kann darin bestehen, es mehr und mehr mit uns eins werden zu lassen, in uns hineinsickern, hineinkommen zu lassen, bis es sich auf Herzenshöhe in unserer Mitte zeigt. Nebenbei, wenn wir gewohnt sind, mit Metta-Übungssätzen, Metta-Wunschsätzen diese Praxis auszuführen, dann könnte die Suche nach der Herzenskraftquelle bedeuten, wirklich den Herzenswunsch in uns aufzuspüren, der uns ganz wichtig ist oder der wirklich der tiefste Ausdruck oder ein tiefer Ausdruck von Liebe ist. Was wünscht sich das Metta-Herz oder was wünschen wir durch Liebe anderen? Was wünscht es uns, was wünscht es durch uns für andere? Fragen wir uns das erstmal, bis wir ein Motiv finden. Metta, die Herzensgüte, ist eine universelle Qualität, die wirklich Teil des Geistes, Teil des Bewusstseins des Menschen, aber auch aller Lebewesen ist. Man kann sagen, sie ist wirklich in unserer Welt zugegen, egal was noch alles passiert in dieser Welt und wozu unser Geist alles noch imstande ist, zu denken, zu beabsichtigen, an Emotionen zu leiden und so weiter.
meisten Religionen sehen die Liebe in einer göttlichen Gestalt verkörpert oder in der oder dem einen. Und wir üben hier Metta auf einer sehr individuellen Weise. Also wir sagen, jeder kann eine eigene, eine sehr persönliche Herzenskraftquelle haben, beziehungsweise einen eigenen Zugang vielleicht auch zu einer größeren, die wir mit vielen anderen teilen, oder einem Motiv, das sehr archaisch in uns angelegt ist. Dennoch können unsere Zugänge sehr unterschiedlich sein. Oder es gibt einen Menschen, einen Lehrer, eine Lehrerin, die für uns insbesondere die Freundlichkeit und Güte verkörpert und der wir vielleicht auch begegnet sind, sodass sich in die Vergegenwärtigung der Herzenskraftquelle auch Erinnerung an Erfahrungen, die wir gemacht haben, mischen kann. Ich weiß nicht, ob ihr gerade die Kirchenglocken hören könnt, die hier in der Nähe unseres Übungsraumes gerade ertönen. Falls, können wir sie auch nutzen. Sie laden auch die guten Kräfte ein, die Freundlichkeit, die Güte in der Welt verstärken könnten und müssten. In dieser Meditation, vor allem jetzt am Anfang dieser zweiten Hälfte, darf es einfach nur mal darum gehen, die eigene Herzenskraftquelle oder einen Zugang dazu zu finden oder wiederzufinden. Und dann gleich in der Stille können wir Metta in uns entfalten oder auch für andere, je nachdem, was heute Morgen unser Bedarf ist. Lassen wir uns also Zeit, bis wir merken, ja, da ist ein Zugang. Das Vertrauen in die Anwesenheit von Metta ist da. Und dann können wir sie nutzen und ausbreiten, ausdehnen in uns und für andere. So ein bisschen, als würden wir eine Flamme entzünden. Und die können wir dann, also die scheint dann, die lässt ihre Wärme und ihre Helligkeit dann leuchten. Und eventuell können wir sie auch dahin stellen, wo sie gebraucht wird oder anderen weitergeben.
Anmerkung. Es wäre vielleicht zu erwähnen, dass es vielleicht, wenn wir so weiter sitzen, um mit der Herzenskraftquelle zu meditieren, es immer wieder ein erneutes Wecken dieser Bedarf. In den buddhistischen Praktiken werden Herzenskraftquellen angerufen. Man nennt ihren vielleicht Namen, man bittet sie, da zu sein für uns, für andere. Vielleicht spricht man ihr Mantra. Man fleht nach ihnen, zu ihnen. Bitte sei da, bitte entfalte die Kraft der Güte. Man strapaziert damit nicht sein Ego. Es ist nicht möglich, aus dem Ego, aus dem Ich, Güte heraus zu gewinnen. Es braucht etwas jenseits des Ichs. Das Ich liebe ist meistens noch auf der Ebene von mögen oder gerne haben oder verliebt sein. Ist auch schön oft, aber es ist noch nicht ganz Metta. Maitri.
Hören oder lesen wir zum Ende unserer Metta-Meditation ruhig einmal diese vier Metta-Sätze, und zwar mit den Vorgedanken vor dem jeweils fettgeschriebenen Satz. Wissend, wie sich die Abwesenheit eines Glücksgefühls anfühlt und wie viele Lebewesen unglücklich und unzufrieden sind, wünsche ich, mögen ich und alle Wesen glücklich und zufrieden sein. Erkennend, wie es ist, ohne Frieden und einen Sinn von Geborgenheit leben zu müssen, wünsche ich, mögen ich und alle Wesen in Frieden und Geborgenheit leben. Im Bewusstsein, wie viele Krankheiten und schmerzhafte Zustände es gibt, wünsche ich, mögen ich und alle Wesen frei sein von Krankheiten und Schmerzen. Mögen ich und alle Wesen mit Krankheiten und Schmerzen gut umgehen können und die bestmögliche Hilfe und Heilung finden. Und begreifend, wie groß die Furcht ist und wie weit verbreitet es ist, dass man nicht mehr mit Gelassenheit leben kann, wünsche ich, mögen ich und alle Wesen frei sein von Furcht und mit heiterer Gelassenheit durch das Leben gehen. Und dies soll auch als Widmung der Praxis genügen. Wir hören noch drei Töne von der Klangschale.